Also ist das nichts zu gebrauchen. Grüße, Kommandant. Genau, dann geben wir ihr die scheiß Blume und töten sie. Den Betrüger, der seine Frau getötet hat. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Die kleine Hexe. Ah, nein, nein! Ich glaube, sie hat die Lebensenergie von ihr abgezapft, damit sie jung geblieben ist. Das fand ich ja wirklich asozial. Das ist ja... Better Love Story than Twilight. Jeder leistet seinen Beitrag. Ich bin hier. Lebt wohl. Kraft. Ja, genau. Genau, sie hat das Leben einfach mal von abgezapft. Das ist ziemlich kranker Shit. Kranker Shit. Shit Nugget. Hey. Hier wird jetzt nicht an meiner Lebensleiste gesaugt. Ja, ich bin eine hübsche, süße Blutelfin. Ich brauche noch ein bisschen. Oh, tschüss. Immer diese Hexen. Ich weiß nicht. Vorsichtig. Ich bin leider kein Schurke. Manchmal habe ich diese dumme Angewohnheit, runterzuspringen, weil ich weiß, ich habe verbessertes Fallen. Da passiert mir schon nichts. Gut. So. Ja. Das wollen wir uns nicht ansehen. Also, wir müssen Zeuge werden. Nein, müssen wir nicht. Tschüss, Mann. Ich weiß, was passieren wird. Er stirbt jetzt, weil er sehr, sehr alt geworden ist. Eigentlich eine traurige Geschichte, aber... Na. So ist das Leben. Der Lauf des Lebens. Mit Director wieder reden. Ist der Umhang besser? Nope. Wer ist da? Ich, Digga. Ich. Gut, genau. Jetzt kommt diese Zwischensequenz, wo wir uns irgendwo hineinbegeben. Ach ja, genau. Wir erfahren jetzt, wo der sich befindet. Unterhalb von irgendeiner Höhle. In einem unbekannten Land. Da ist er doch. Sein Verstand wurde vernebelt. Das ist natürlich ein bisschen... Tja, dumm, ne? Dumm gelaufen. Und da wird ein Schar unterjocht. Oder wie sie diese komischen Viecher heißen, solche... So geil. Ah. Ihr wurdet hergeschickt, um dieses Ding zu versklaven. Wo ist meine Macht, Oger? Eure Macht. Es ist deine Macht. Ihr werdet gehorchen, Schüler. Gebt mir seine Fesseln. No. Oh nein. Wir tanzen nicht mehr nach eurer Pfeife. Oh, kick in the neighborhood. Oh, Duell der Magier. Oh. Wir haben viel von Kure gelernt. Wir arbeiten an einem Buch. Ihr seid wahnsinnig. Das sagt der Wahnsinnige zu einem anderen Wahnsinnigen. Bald wird Hochfels brennen. Dann die ganze Welt. Ja, das passiert, wenn man seine Schüler zu gut ausbildet. Am Ende werden sie stärker als der eigentliche Meister selber. Tja, das ist dann natürlich dumm gelaufen, wie man so schön sagen würde. Lauft mit dem Rudel. Ins Geisterwald, das ist ja nicht ganz weit. Müsste hier in der Nähe sein. Gut. Brauchen wir, ziehen wir an. Wir müssen uns natürlich um diesen kranken Pemmler beschäftigen. Der ist ja doch ein ziemliches Dornenauge. Ach geil, ich kann auch dahin fliegen. Ist ja praktisch. Super praktisch. Habe ich komplett vergessen, dass das funktioniert. Redet mit mir. Ja, bring mich mal darüber. Wer ist da? Ich, Digga. Mögen die Geister euch sprechen. Seid vorsichtig. Ihr bringt unserem Clan Ehre. Es ist ja schön zu wissen. Es ist schön zu wissen, dass man als einer der Iren angenommen wird, ne? Ihr bringt Ehre in unseren Clan. Also scheiße, er meint seinen Clan. Ja, da habe ich das. Einbildung ist nein, ist auch eine Bildung, wie man immer so schön sagt. Das lädt immer noch auf. Scheiße, Alter. Konnte man nicht mal was da hineininterpretieren. Ist ja schade. Ich dachte, er meinte so im Sinne von, dass das unser, dass wir zu seinem Clan gehören. Naja.
Da wollte ich zu sehr ein Ork sein. Alter, was ist jetzt hier los? Aus einem Pool entstehen gleich 50 Millionen andere. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der fucker Hund da noch von ganz weit hinten antanzt und auch nur sagt, oh, ich will auch nochmal gebankt werden. Scheiße, Alter. Das geht mal gar nicht. Diese hinterlistigen Angriffe mit einem fucking Gewehr ist auch ziemlich außerhalb der Gürtellinie, Bitch. Eigentlich war ich nur wegen dieser Scheiß-Tusse hier. Und wenn sie jetzt nichts droppt, was ich gebrauchen kann, dann werde ich ziemlich wütend, weil dann der ganze Aufwand für den Arsch war. Oh, aber die kassiert hart. Die kassiert hart. Die kassiert. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob das irgendwie was zu gebrauchen ist. Sieht aus wie so ein kleiner... Achso, ich habe gerade... Am Anfang sieht das aus wie so ein Delfin, wenn man so guckt, aber es ist ja... Ein Wolf. Alles klar, ich muss jetzt mal gucken, was bringt mir das. Eure Offensive haben eine Chance, einen Wolfs... Oh. Ja. Ja, das könnte man gebrauchen. Ein Wolf als Begleiter ist ja dann doch nicht so verkehrt. Irgendwo soll hier was sein, aber hier ist irgendwo nichts. Könnt mir vorstellen, dass da eine Höhle ist. Und eine Quest. Mann. Hier wird man ja voll gebombt mit Quests. Immerhin gehört ihr zu meiner Abschlussliste auf der Quest. Lohnt sich euch umzubringen. Ach so, geil. Direkt auch zwei Pläne nebenan. Wow. Meine kühnsten Träume. Kühnsten Träume werden wahr. Tot. Mann, Alter, was ist hier los? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es hier so hektisch zur Sache ging. Eigentlich war es hier doch ganz Friede, Feuer, Eierkuchen. Mann, da merkt man wirklich, wie lange man nicht gequestet hat. So, das, genau, die Pläne da holen, also ich definitiv sehr viel zu erledigen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist ja doch da wird man ja doch so von den Quests ziemlich über... Oh, das ist... Oh, 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 Baby. Ah ja, sehr gut. Da kommt mal ein Wolf endlich mal zum Einsatz. Gerade da, wo ich ihn gerade... Oh, scheiße. Alter, nee. Ich bin tot. Hand auflegen. Verarscht. Ich wollte sie in Sicherheit wiegen. Und sie dann zu zerstören. Tja, zu früh gefreut, Bitches. Zu früh gefreut. Das beantwortet aber immer noch nicht meine Frage. Speerbericht. Wo ist denn der? Ach, da. Mann, da sieht man, wie blind man sein kann. Zum Glück gucke ich hier mal auf die Karte, sonst hätte ich schon zigtausendmal vergessen, irgendwas aufzusammeln. Schrecklich. Sehr schreckliche Angewohnheit. Genau, Befehl des Kriegs im Vorhutes. Ich sehe, da müssen wir auch wieder ein paar Totems wegschreddern. Ja, genau, so. Ich glaube, die werden da nicht so weit lang auf und zu. Also, würde mich jetzt überraschen, wenn die so weit bis hierher laufen. Nicht euer fucking Ernst. You fucking kidding me? Ja, das, ich wollte gerade schon sagen hier. Ihr wollt mich doch jetzt nicht verarschen, ne? Ramob? Neverbrut? Nein. Ich habe schreckliche Erfahrungen mit ihm gemacht. Der kann ja wirklich ziemlich scheiße werden und der hat auch nichts wirklich Großartiges, was man so gebrauchen kann. Der Aufwand ist es nicht wert. Ich erinnere mich, dass ich ihn als Schurken mal getötet habe und dabei in Aktion selber gestorben bin. Und was hat er am Ende? Nichts, was ich gebrauchen kann. Wow. Könnt ihr alles an meinen Let's Play gucken. Ah, was ist das? Ja, das wird dann direkt ersetzt. Ja, kann ja nicht. Ich bin im Kampf. Scheiße. So, dann gehen wir erstmal dahin. Setz direkt auf, bevor es wieder zu spät ist und wir angegriffen werden.
So. Irgendwas ist hier unter der Erde. Unter der Erde. Ich glaube, ich muss mal runterspringen und der Sache auf den Grund gehen, weil sonst, irgendwas muss hier sein. Irgendwie ein Eingang, irgendwie irgendwas. Kann ja nicht sein, dass es hier... Na? Ja, schon mal scheiße. Vielleicht ist es ja irgendwo auf der anderen Seite. Aber ich bin ich leider nur auf der falschen Seite. Vielleicht auf der anderen Seite ist da was. Genau, hier können wir alles töten. Ah ja, ja, ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Ja, genau. So wie man mir das im Zwischensequenz gezeigt hat. Irgendwo da ist eine Höhle, da gehen wir rein und dann erledigen wir den ganzen Scheiß. Ja, genau. So und nicht anders. Zwar ist es jetzt ein bisschen scheiße, dass ich hier... Na, doch nicht. Ich dachte, das wird ein bisschen zu viel des Guten für mich. Aber die händle ich ja dann doch ganz gut. Ich glaube, die muss ich auch befreien. Ich kann das nicht angreifen. Das lädt immer noch auf. Und da müssen wir in die Höhle rein, den Oberanführer töten. Ah, scheiße. Doch, ich erinnere mich, wir müssen doch noch rein. Na, fuck it. Die helfen mir wenigstens in den Kampf gegen die Elemente. Das ist doch schon mal gegen diese komischen Viecher hier. Jetzt frage ich mich nur noch, wo die Höhle war. Weiter drinnen, glaube ich, oder? Ah nein, da. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Da ist es doch. Ich kann das noch nicht wirken. Genau, der greift jetzt, glaube ich, den nächstgelegenen an, aber da ist niemand, also bleibt der hier so ein bisschen chillen. Warte mal, ich hole mir den noch. Weiß nicht, ob da unten noch irgendwelche Orks, diese komischen Viecher sind. Wie ich sie immer ganz gerne nenne, die Gollum-ähnlichen Viecher. Die Elementgeister muss ich, glaube ich, aber so oder so befreien. Gehen wir als erstes mal da rein und greifen mal den Obermacker an, ne? So, die müssen wir auch töten. Das sind ja versklavte Elementar, ja? Immer wieder wird die Erde, ist die Erde die beschissenen Boomans, die nicht auf die Reihe kriegen, zu widerstehen. Also sprich, der Macht, ich sag's mal, der Macht zu widerstehen. Was ich jetzt machen werde, ist, was ich auch nie gemacht habe, ist mal hier so hoch zu gehen. Ist da vielleicht irgendwas? Das lädt immer noch auf. Außer jetzt Schläge für mich. Ich gehe der Sache jetzt auf den Grund. Aufgespießte Abenteurer, das sieht doch... Das muss ein Hinweis sein. Das ist ein Hinweis. Ja, ich habe Blues Clues Blau und Schlau gesehen. Ich weiß, dass sowas ein Hinweis ist, wenn hier ein ja, da liegt doch was. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aufgespießter Held. Aufgespießt bedeutet für... Wieso entkommt er mir? Wie unfair. So, jetzt entkommt er mir nicht mehr. Entweder ist er einfach so da oder hat einen Grund, warum er hier ist. Aber ich vermute mal, irgendwas muss hier sein. Ist hier was? Ich meine, hier ist ein aufgespießter... Aha! Ein Beutel des Abenteurers. So. Musste man ihn erstmal noch ein bisschen so auschecken. Es ist halt immerhin Erfahrungspunkte. Und über Erfahrungspunkte beschwert man sich ja im größten Teil nicht. Die nimmt man danken an. So, da droht man mir schon gerade. Das ist die falsche Herangehensweise. Das sollte man niemals machen. Ach, du! Du bist es, der mich bedroht. Du bist es, der dir die Leute manipuliert, ja. Dann ist heute dein Glückstag, du bist tot. You are on the Abschlussliste. Aber nicht die schöne Abschlussliste. Hey, not my face. Der hat mich einfach angesprungen. Das lädt immer noch auf.
Nicht cool, Mann. Nicht cool.